strahlend blauer Himmel. Das Börsenwetter ist ähnlich gut? Das ist die Frage tatsächlich, die sich viele aktuell stellen. Nachdem es ja vor dem Wochenende so deutlich nach unten gegangen ist, die alles entscheidende Frage, wird sich der Markt jetzt wieder erholen von der Geschichte? Wieso häufig hatten wir das ja schon in der Vergangenheit nach dem Corona-Crash, dass der Kurs eigentlich nach jedweder Rücksetzer-Situation sich wieder retten konnte und gesagt hat, was geht mich das Ganze an? Wir kaufen einfach tapfer wieder. Wird das weiterhin so sein? Das ist tatsächlich fraglich. Ich sehe eine ganz gute Chance dafür, dass der Kurs so langsam aber sicher zumindest in seiner Aufwärtsbewegung mal ein Ende findet. Denn die Dynamik hatte zumindest mal bei den Standardwerten, wir hatten das ja gesehen beim DAX, wir haben es allerdings auch beim Dow so halbwegs gesehen, da ist die Stimmung nicht ganz so dynamisch mehr nach oben gewesen und deshalb ist dann natürlich ein so starker Rücksetzer anders nochmal zu bewerten, als wenn das nach einem vorangegangenen starken Anstieg eben stattgefunden hat. Also insofern die Stimmung aktuell tatsächlich deutlich mehr auf der Kippe, als wir das noch zuvor hatten. Also ich würde das wesentlich vorsichtiger aktuell betrachten wollen im Gesamtbild. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der Kurs gegenwärtig ja wieder zumindest mal ein bisschen nach oben geht, zumindest zum Stand, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe heute Vormittag. Also insofern haben wir ja eine gewisse Chance, dass das jetzt zumindest mal den ersten Rücksetzer mal abfängt. Allerdings, wir sollten da noch nicht super begeistert sein, denn das kann ohne weiteres auch in dieser Abwärtsbewegung eine einfache Korrektur sein. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, aber wir sehen das beim Nasdaq ja beispielsweise, dass der so rumeiert, dass man da auch nicht so richtig erkennen kann, wohin die Reise geht. Also die Gefahren, die bleiben da und ich rede immer wieder von Gefahren und viele sagen, na Mensch, du immer mit deiner blöden Charttechnik, glaubst doch selber nicht daran, dass der Chart den Markt beeinflusst. Naja, gut, ob der den Markt beeinflusst, ist eine andere Geschichte, aber er zeigt zumindest mal, wie die aktuelle Stimmung ist. Und natürlich gibt es die Notenbanken und natürlich gehe ich davon aus, dass die auch weiterhin mit ihrem Geld zur Seite stehen. Aber trotz alledem, auch in Phasen nach der Finanzkrise, als der Markt ja massiv unterstützt wurde von den Notenbanken, ist der Markt zwischendurch mal nach unten gegangen. Also ich rede ja hier gar nicht von richtig bärischen Szenarien. Ich rede von einer Zwischenkorrektur, von einer Luftholphase sozusagen, eine kleine Pause, die anschließend dann natürlich für weiter steigende Märkte wieder gut sein sollte. Also das Ganze nicht wirklich zu übertreiben. Ich bin da gar nicht so negativ drauf. Trotz alledem sollten wir damit rechnen, dass wir einfach auf die letzten Tiefs nochmal zurückgreifen. Einfach bei den Indizes mal die 38er Fibonacci-Marke einzeichnen. Das wären typische Zielmarken, so 10.500 roundabout. Es darf auch 10.000 sein beim DAX. Aber das würde dem bullischen Markt per se noch gar keinen Abbruch tun und trotz alledem erlauben, dass wir nachher 15.000, 17.000 oder vielleicht auch 20.000 sehen. Dagegen spricht ja auf längere Sicht nichts, aber gegebenenfalls jetzt im kurzen Bild ist das nicht der perfekte Zeitpunkt, um jetzt schon mit einzusteigen. Aber was weiß ich schon, wir sollten uns überraschen lassen. Das machen wir ja typischerweise am Chart. Beim nächsten Mal werden wir das auch definitiv wieder so tun. Heute bin ich allerdings im Moment zumindest mal unterwegs und deshalb das Bild von hier auf diese Art und Weise. So, in diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.